Habe ich schon, habe ich gerade gemacht. Ach, hast du schon? Ja, super. Ja, vielen Dank, Karl-Heinz. Dann legen wir los, Ralf. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe euch den Link ja schon wieder fürs Konzeptboard nochmal in den Chat reingelegt. Teile auch am besten wieder, dass ihr seht, um was es heute geht. Wir haben uns ja die letzten 2 Tage so ein bisschen über den Ist-Zustand und wo es bei uns so, an was wir gerade arbeiten, unterhalten und so haben berichtet und auch ausgetauscht. Ich fand es total spannend auch zu sehen, was wir in Rückmeldung bekommen haben. Das hilft uns extrem viel auch wirklich so durch den Blick nach außen. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen auf die Herausforderung der Zukunft schauen und habe hier ein paar Thesen so gegenübergestellt, so ein bisschen alte Welt und künftige Welt, was da vielleicht sein kann, und wollte ich da ein bisschen damit einführen und mal mit euch gucken, was für euch von diesen Thesen, von künftigen Herausforderungen, was ihr vielleicht seht, was die wichtigsten sind. Und das werden wir in Form eines Votings machen, dann, wenn wir so das mal besprochen haben, dann mal gucken, was so auch aus eurer Sicht die wichtigsten Themen wären. Ich fange mal so. Ja. Ralf, eine kurze Frage. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber noch mal ganz kurz zur Zusammenarbeit. Also wenn ihr Fragen habt, postet die gerne in den Chat oder hebt die Hand. Und wir gucken, dass wir das dann blockweise so ein bisschen mitnehmen, dass wir hinterher ja nicht die ganzen großen Fragenblöcke haben. Das nur noch kurz mal zur Systematik. Wir können ja mal so ein bisschen, genau, danke nochmal für den Hinweis. Wir können ja, wenn ihr das hier so seht, mal so ein bisschen auf die linke Seite schauen. Ich hole euch mal alle hier dazu, falls wir es nicht, noch nicht gefunden haben. Normalerweise müssten alle hier sein, aber dann könnten sich alle hier so zurechtfinden. So, die Welt, die wir kennen und die wir begleitet haben, ist so ein bisschen diese in Petrol gezeichnete Welt. Das heißt, wir kennen ganz viel von der Schule das Thema auswendig lernen. Ich lerne auf eine Arbeit hin, ich bekomme ein Zeugnis dafür, für diese Arbeit. Und das ist ein Nachweis, dass ich meine Aufgaben erfüllt habe. Ja, so. Und wir haben viel in das Thema, oder stecken vielleicht heute noch viel in das Thema Schulungen der Fähigkeiten für die aktuelle Aufgabe. Es kommt was Neues rein, neue Herausforderungen, und die Anforderung ist, die Leute dazu zu befähigen, das heißt, im Thema Schulen wieder zu denken. Ja, so. Wir lernen vor allem außerhalb des Workflows. Das habt ihr gehört, wir haben Lernzeit, wir versuchen das schon rein in den Workflow zu bekommen. Trotzdem ist es, glaube ich, noch nicht überall der Standard, auch bei uns noch nicht ganz der Standard, sondern es ist immer noch ein bisschen außerhalb des Workflows. Also ich erledige erst die Arbeit und dann fange ich an zu lernen. Und ja, was sind Vorgesetzte? Ja, also Manager als Vorgesetzte. Ja, das Thema Hierarchie spielt da eine Rolle. Was ist, welche, wenn ich der Vorgesetzte bin, was bin ich dann? Ja, so, was ist so meine Aufgabe? Ja, und vielleicht können wir das auch aus der Schule, das Thema, dass Lernen nicht einfach ist. Sondern das Lernen fordert Kraft, fordert auch ein bisschen Struktur, fordert Selbstmotivation. Ja, so. Und am Ende machen wir immer eine schöne Befragung, wenn wir was machen. Wenn wir ein Seminar machen, gibt es am Ende in Anführungszeichen manchmal so ein schönes Happy Sheet. Ja, wie habe ich das Seminar empfunden und was habe ich dabei gelernt? Was nehme ich mit aus dem Seminar oder aus dem Webinar? Ja, so. Also das wird damit auch verbunden und ist natürlich vielleicht für mich als Moderator oder für eine Moderatorin auch so, das zu sagen, okay, dass die Leute haben was aus meinem Seminar mitgenommen oder aus meinem Webinar, aus meiner Veranstaltung. Ja, so. Das Thema Kosten spielt eine Rolle. Die Budgets, die wir haben und mit denen auch, und das habe ich auch bei uns gerade mitbekommen, die ausgehandelt werden müssen für L&D. Es sind meistens Pauschalbudgets, oft auch. Und ob das dann so ausgewogen genommen werden oder nicht genommen werden und ob sie so darauf auch einzahlen, auf das, was man erreichen will, ist eine andere Frage. Und
Modell lernen vor Arbeit heißt erst lernen, dann Arbeit. Heißt, ja, ich muss mich auf etwas vorbereiten und dann kann ich etwas tun. Und ein Thema, und das ist, ich glaube, die größte Herausforderung, auch das Thema formelle Abschlüsse als Indikatoren von Fertigkeiten. Das heißt, wir brauchen vielleicht einen Bachelorabschluss, wir brauchen, haben vielleicht einen Masterabschluss, wir brauchen zumindest vielleicht für eine Ausbildung ein Abitur. Eine Ausbildung muss zertifiziert sein, so in der Richtung. Das ist so die jetzige Welt. Was könnte künftig dazu sein? Im Endeffekt ist aus unserer Sicht, was ich so ein bisschen auch aus der Literatur rausgenommen habe, anstatt auswendig lernen, das Thema Entwicklung von Wahrnehmung, Erkenntnis, Einsicht, also Kognition und Intelligenz. Das heißt, mit allen Sinnen, mit aller Erkenntnis, mit allem, was ich lerne, auch wahrzunehmen und mich dadurch weiterzubilden. Also nicht das Thema auswendig lernen, das kann ich dann, sondern zu gucken, wie komme ich auch ganz schnell an die Lösung heran. Ja, so. Und was sind meine künftigen Aufgaben? Was brauche ich denn morgen? Also, ne, wir haben jetzt heute das Thema KI ja schon ein bisschen besprochen. Was brauche ich denn für Fertigkeiten morgen? Die KI unterstützt mich vielleicht dabei. Ja, so, oder wahrscheinlich gehen wir davon aus, und da bin ich auch ein großer Verfechter dafür, dass die unterstützt. Ja, so. Aber was sind die Herausforderungen von morgen, gerade in dem Zusammenhang in unserer schnelllebigen Welt? Und wie können wir Mitarbeitende darauf vorbereiten? Und in dem Zusammenhang natürlich auch das Lernen noch enger in den Arbeitsablauf, und da finde ich das Wort auch schön, einbetten. Ja, wir sind schon dabei, Lernen und Arbeiten zu haben, aber haben immer noch so ein bisschen auch am Arbeitsplatz die Trennung. Jetzt lerne ich, jetzt arbeite ich. Gestern haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie verstehe ich Lernen überhaupt? Vielleicht gehört diese Diskussion da auch nochmal mit dazu. Ist das, was ich in meinem Job tue, was ich täglich an Informationen verarbeite, aufnehme, wo ich mich auch weiterentwickle in meinem Job, ist das nicht auch schon eine Art von Lernen? Ja. Und das im Endeffekt, so wie es auch hier steht, als für mich als lohnend zu empfinden und auch eine wertsteigernde Tätigkeit, wertsteigernde Tätigkeit zu nutzen, das Lernen. Also wirklich einen Vorteil für mich zu erkennen und zu merken, okay, das bringt mich tatsächlich voran. Ich glaube, da sind wir noch an einem Punkt, den haben wir noch nicht, der ist noch nicht erreicht, und da lohnt es sich vielleicht auch näher anzugucken. Na, so. Auch dann das als eigene Motivation zu sehen, ja, zu merken, okay, dadurch werde ich besser, dadurch werde ich schneller, dadurch werde ich sicherer auch in meiner Arbeit. Und das Thema geschäftlichen Nutzen nochmal mehr in den Vordergrund zu stellen. Diese Diskussion, die wir immer haben, vielleicht auch mit den Controllern im Endeffekt und auch gerade auch in Richtung Produktivität. Was bringt mir das Lernen? Was bringt mir der Invest zu lernen? Diese Diskussion führe ich bei uns im Unternehmen auch heute noch oft. Ja, so nach dem Motto, bringt es mir etwas? Wie kann ich besser werden? Und wie kann das tatsächlich dargestellt werden? Wir haben auch die Diskussion gestern gehabt im Thema, muss das messbar sein? Wie können wir das messen? Na, so. Ja, das Modell lebenslanges Lernen ist nicht ganz neu, gibt es ja schon länger, aber wie leben wir das tatsächlich, das lebenslange Lernen? Und die große Frage der marktbasierten Anerkennung von Fähigkeiten als Signale für Talent. Die Diskussion wird auch schon etwas länger geführt. Ich bin jetzt 30 Jahre bei der Techniker Krankenkasse, habe mich in der Zeit innerhalb auch weiterentwickelt, an meinem Beispiel. Aber ich kann das nur sagen, wir sind in Deutschland das Land der Zertifizierer, ja, so in der Richtung, brauchen für alles einen Schein, aber diese Anerkennung von beruflichen Fertigkeiten, von den Kompetenzen, die ich mir aneigne in meinem beruflichen Kontext, das haben wir bei uns noch in der Form nicht. Das muss ich vielleicht im Bewerbungsgespräch gut verkaufen können, dass man es mir abnimmt, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt, keinen Bachelorabschluss habe, habe vielleicht eine Ausbildung gemacht und habe mich relativ weiter fortgebildet, und jemand ist vielleicht noch mit einem Bachelorabschluss dabei oder mit einem Master, dann heißt es vielleicht, na gut, der hat aber einen Master gemacht. Aber ist der Master genau das, was wir dann brauchen für unseren Job? Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir uns da vielleicht auch dann an der Stelle stellen müssen. Das so ganz kurz in dem Zusammenhang, und vielleicht gebe ich schon mal das nochmal an erster Stelle zurück. Wie seht ihr das?
Was geht zu euch gerade durch den Kopf? Vielleicht ein, zwei Meldungen dazu und dann gehen wir vielleicht mal in das Thema Voting hinein. Da kommt gerade eine Frage von der Marianne rein. Marianne, wolltest du sie selber nochmal verbal stellen oder soll ich sie vorlesen? Ich würde sie auch nur vorlesen. Es gibt ja ein Dilemma der Führungskräfte, einerseits unternehmerische Ziele zu verfolgen und andererseits als Lerncoach am Lernen orientiert zu sein. Mhm. Und wie könnt ihr das auflösen? Was gibt ihr da den Führungskräften an die Hand? Die Diskussion hatte ich im vergangenen Jahr auch ganz klar, zu sagen, okay, jetzt bin ich Führungskraft. Als Führungskraft habe ich ganz zig verschiedene Rolle und jetzt kommt noch diese Lernrolle mit dazu. Wie empfinde ich die Lernrolle? Und das ist zum einen, was wir tun mit unserem jetzigen Programm, beispielsweise Führungskraft als Lernguide, die ich ja schon mal vorgestellt habe, Sie in die Situation zu bringen, was bedeutet das? Und auch dadurch den Mehrwert für Sie erkennen zu lassen. Was bringt mir Lernen tatsächlich mehr? Um dann mit dem Team einfach festzustellen, okay, wie schnell, das ist auf Teamebene relativ gut messbar, wie bekommen wir unsere Aufgaben gelöst, wie bekommen wir das auch gelöst, wenn wir uns permanent auch weiterbilden und die Themen angehen, die anstehen. Ja, so, und das kann man da gut feststellen. Und für mich ist das auch kein, ja, ich würde sagen, ja, ist ein Marathon. Ich würde es ein bisschen bezeichnen als Marathon. Man muss immer dranbleiben und das Thema wieder aufnehmen. Und es ist auch, das merke ich auch in den Gesprächen, weil es dann heißt, ja, ich weiß ja, was zu tun ist. Ja, so, ich weiß es ja. Aber die Frage ist auch dann wieder, ja, wieso tue ich das dann aber nicht? Ja, so. Und diese Begleitung, das machen wir eng bei uns mit der Führungskräfteberatung und wir mit unseren, mit dem Programm, die wir haben, auch Willi zahlt jetzt schon mal darauf ein. Aber es ist halt ein Thema, wo man ständig dran sein muss. Mhm. Und das reicht nicht durch einmal sagen, sondern es braucht Programme, die sie immer wieder in diese Situation bringen und sich darauf auszutauschen und dann auch zu gucken, ist es tatsächlich ein Mehrwert. Okay, danke. Mhm. Bitte. Die Caroline hat sich gerade gemeldet. Bitte sehr. Ja, vielleicht zu diesem Thema noch, Rolle der Führungskraft und so. Ich finde das ja schon seit Montag war es, glaube ich, das erste Mal so ein total schöner Titel eigentlich auch. Ich höre oft dieses Führungskraft als Coach und das gefällt mir nicht so gut, weil ich finde die Rolle des Coaches eben auch ein bisschen eine andere. Und Lernbegleiter finde ich da viel schöner. Und eigentlich finde ich, widerspricht sich es auch nicht. Klar, ne, die Ressourcen, die man einbringen muss, die muss man sich rausschneiden. Aber am Ende habe ich ja als Führungskraft wieder was davon. Ne? Mein Mitarbeiter kann was tun, er kann was selbstständig tun, wenn er lernt und kompetent ist. Und am Ende erreiche ich dann auch wieder als Manager meine Ziele, wenn ich Mitarbeiter habe, die kompetent sind, die ihre Aufgaben haben. Also ich finde, da darf eigentlich gar kein Widerspruch entstehen, sondern das muss zusammenkommen. Norman, ich habe deine Meldung gesehen. Oder wolltest du noch kommentieren, Ralf? Nee, alles gut. Dann lass gleich Norman. Ich würde das noch aufgreifen, was gerade gesagt wurde. Dieses Thema Selbstwirksamkeit, glaube ich, einer der größten Motivatoren von innen heraus, ein Gefühl zu haben von ich kann, ich schaffe das, ich bin in der Lage, glaube ich, auch gesundheitsförderlich, ne, weniger Stress, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwas verheimlichen, was ich nicht kann oder so. Und das ist auch ein großer Faktor, in einer Gruppe zu sagen, ich weiß nicht, ich kann nicht. Und andersrum kompetent zu sein, damit andere auch mitnehmen zu können, als Führungskraft sich dann auch ein Stückchen, also zurücklehnen wäre der falsche Begriff, das klingt so ein bisschen wie Hängematte, sondern zurücknehmen zu können und andere machen zu lassen. Also Delegation ist einfacher. Aber wie du schon sagtest, es ist ein langer Weg. Also das dahin zu kommen, dass die Menschen auch für sich erstmal, also die Führungskraft das erstmal erlebt, zu sagen, wenn ich selbst wirksam bin, dann fühlt sich das folgendermaßen an. Im Sinne von das innere Feuer zu schüren im Positiven und dann auch die anderen darin zu bestärken, solche Erfahrungen zu machen. Und wir hatten, glaube ich, oder du hattest es am Anfang gesagt,
das Thema den Rahmen setzen. Führungskräfte müssen den Rahmen setzen. Die Firma muss die Struktur geben, muss Angebote machen und dann die Freiräume und ermutigen. Ermutigen ist zu tun und die eigenen Erfahrungen zu sammeln und das wieder in die Reflexion zu bringen, als Team zu sagen, ja, wir sind handlungsfähiger. Du hast das so schön festgemacht an eurem Status der TK im Markt, dass man da hinkommt und dass man da einen Anteil dazu hat. Aber auch dieses für den Einzelnen im Alltag zu sagen, ja, es fühlt sich besser an, wenn ich lernbereit bin, wenn ich kompetent bin, wenn ich mich weiterentwickle und keine Angst haben muss vor der nächsten Herausforderung, die ich aber im Moment noch nicht einschätzen kann. Aber dahin zu kommen, ja, Kultur, Führung, da ist eine Menge dabei. Ne? Und ich glaube, in Deutschland sind wir ja auch so ein bisschen geprägt von jeder Fehler ist einer zu viel. Dahin zu kommen, weg aus der alten Schullogik. In der Regel war da ein rotes F und kein grüner Haken. Heutzutage wird es, glaube ich, in der Schule immer mehr, dass wir lernen, auf die Potenziale zu schauen und weniger auf die Defizite. Aber die Defizite deswegen ja trotzdem nicht auszublenden. Also finde ich total spannend, wie ihr das macht. Oder auch diese Gegenüberstellung hier, dass man sich immer wieder selbst reflektiert und das gegeneinander stellt und sagt, ja, also wie kann ich denn da in Zukunft punkten und das Thema Lernlust und Lernmotivation irgendwie auch wieder als Team zu zelebrieren. Das würde mich mal interessieren, wie ihr so eine Art, ja, das Zelebrieren, gibt es das bei euch? Macht ihr das? Das Lernen, also wir haben unterschiedliche, ja, machen wir auch das Thema Zelebrieren, haben wir insofern dabei, auch in Richtung ein neuer, einfacher Austauscher. Also wir haben einmal im Jahr, das nennt sich das TK Work Festival beispielsweise. Das ist ein kleines CLC innerhalb der TK beispielsweise, wo auch jeder was anbieten kann. Das geht immer eine Woche. Und da sind verschiedene Slots. Und auch ein Vorstand ist hier immer Schirmherr davon. Also ist das wirklich auch da, das Agreement da ist. Und wir haben 14.000 Mitarbeitende und ungefähr die Hälfte ist mindestens an einem Thema mitbeteiligt von so einer Stunde. Ja, so, wo man sagen kann, okay, klar muss die Arbeit dann laufen, aber in dieser Woche kommt auch ganz viel. Mittlerweile auch Hybrid, das, was angeboten wird in hybriden Settings, ja, sodass auch das nicht nur digital ist. Ist eins davon, wo wir den Weg eingehen. Mir schwebt auch das nochmal vor, in Richtung Lernen nochmal zu machen, gerade mit den ganzen vielen, mit den Lernenden und die Führungskräfte reinzunehmen. Und was wir auch immer tun, gerade wenn wir jetzt beispielsweise steht eine Führungskräftetagung im Mai mit 140 Führungskräften an, die ich mitmache, dass wir die Führungskräfte dann auch immer wieder mit neuen Dingen konfrontieren. Beispielsweise jetzt mit einer Online-Event-Plattform was machen, wo sie aber mit vorausgehen müssen, sich mit einarbeiten, auch Sessions halten müssen und selbst die Dinge auch anfassen müssen und zeigen müssen. Im Rahmen der Pandemie hatten wir den ersten Lockdown damals und Ende Mai hatten wir gerade für diesen Geschäftsbereich mit Skype eine digitale Tagung gemacht und haben die Führungskräfte reingenommen, dass die Sessions leiten mussten. Weil sie genau die, das war, wo sie sagen, ich nehme lieber, da habe ich ja jemanden, der kann das in meinem Team gut, ich kann das vielleicht gar nicht so gut, ich bin technisch gar nicht so versiert. Und wir haben sie da schon ein bisschen immer mit auch selbst herausgefordert. Wir müssen die Führungskräfte an der Stelle auch aus der Komfortzone ein bisschen herausnehmen, damit sie auch Vorbild sein können. Da muss auch mal was schief gehen. Ja, die müssen vielleicht auch mal eine Schweißperle auf der Stirn haben, würde ich mal so das so salopp ausdrücken. Ja, so. Und merken, okay, dann nehme ich mir jemanden dazu, der mich unterstützt und dass es dann auch funktioniert. Aber dann wird es auch authentisch. Ja. Ja, und ich glaube, das ist wichtig an der Stelle. Ja. Und den Austausch darüber auch und vielleicht gucke ich da nochmal so ein bisschen hier in die große Gruppe oder auch rüber zu Karl-Heinz, was auch immer wieder toll ist, dass man aus dem eigenen Haus heraus mal in so ein CLC-Camp geht. Ne? Ihr trefft euch teilweise jetzt wieder in Hamburg. Ja, das sind auch immer tolle Momente, wo man ja ein bisschen auch, das ist immer wie, ein bisschen wie eine warme Dusche. Ganz positiv, da sind unheimlich viele interessierte Leute und arbeiten an diesen Themen und auch dieses Momentum bringt man ja wieder mit zurück in die Firma. Das ist dann auch immer noch ein Mehrwert, finde ich. Also bist du denn nächste Woche bei der warmen Dusche dabei? Oder? Nee, ich krieg's leider nicht hin. Ich bin in der warmen Sonne. Ah, okay. Sehr auch schade. Gut. Ich wäre total gerne dabei gewesen. Aber ihr habt bestimmt eine tolle Zeit und es gibt beim nächsten Termin. Da bin ich mir sicher. Ja. Aber das ist garantiert.
Okay, ich muss noch mal kurz auf die Zeit gucken, Ralf. Wollen wir die zwei Fragen, die jetzt noch vorhanden sind, noch kurz mitnehmen? Oder vielleicht ganz kurz, ich kann mal gerne dabei machen. Ich habe das Voting gerade gestartet. Vielleicht, ihr habt jetzt, jeder von euch hat 4 Stimmen auf dem Konzeptboard. Und ihr dürft mal so über 4 Themen versammeln. Dann habe ich im Anschluss noch eine kleine Aufgabe für euch, dass ihr auch mal, was so für euch die wichtigsten sind. Und ich kann dabei so ein bisschen nochmal auf die Fragen aus dem Chat gucken. Okay, also ich würde mal die erste Frage nehmen von Thomas Werner, der fragt, welche RDXP ihr benutzt. Wir führen Aprenia von UpToDate aus Nürnberg ein. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Also wir haben uns da lange auf dem Markt auch kundig gemacht. Wir hatten mit Degree, das ist vielleicht ein Begriff, der ist auch schon vielen Unternehmen, die sind in vielen Unternehmen. Valamis aus Finnland hatten wir uns angeguckt. Geworden ist tatsächlich Aprenia, ein deutsches Produkt, die für uns das beste Preis-Leistungs-, aber auch jetzt wir haben den ersten Workshop gehabt, sehr kundenorientiert für uns, mit uns das entwickeln wollen. Okay, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Falls nicht, Thomas, melde dich gerne jederzeit. Christine Out, die hat noch eine Frage an dich. Das bezieht sich, glaube ich, auf gestern. Da ging es um PowerPoint in Motion, verbunden mit der Frage, ob du gleich noch 5 Minuten Zeit hast oder ob man das auf einem anderen Wege nochmal austauschen kann. Gern tatsächlich auf dem anderen Weg. Gestern hatte ich ein bisschen Zeit. Heute bin ich auch hart angeschlagen, weil unsere Tagung ja hier ist in Salzhausen, wo ich gerade bin. Und ich ja dann zum Prompten gehen muss. Ja, so von daher. Aber Christine, können wir uns gern. Wir sind ja auch vernetzt. Kriegen wir was hin? Vielleicht überlege ich mir dann was, wenn es mehrere interessiert, ob wir das auch nächste Woche mal beim Corporate Learning Camp einfach eine Session dazu anbieten können. Da haben wir ja was vorbereitet. Genau, und die Miriam Lerch, das ist weniger eine Frage als, glaube ich, so ein Diskussionsimpuls. Sie sagt, wenn die Frage ist, wie die Führungskräfte bei der TK bisher Führung verstanden haben und Lernen und Entwickeln verstanden haben. Und wenn es eher tradiert war, dann ist die Transformation wahrscheinlich eher komplex und langwierig. Mhm. Also so habe ich es verstanden. Miriam, falls ich das falsch zusammengefasst habe, melde ich gerne auch nochmal persönlich. Ja, es passt. Aber würde ich auch so beschreiben an der Stelle. Ne? So. Okay, gut. Jetzt gucke ich mal kurz drauf. Wir haben noch 6 Minuten. Ich weiß, einige sind auch hart angeschlagen. Ich gucke mal aufs Ergebnis. Ich beende mal das Voting gerade. Okay, und wir haben so ein bisschen Gewinner. Lernen in den Arbeitsablauf einbetten hat 8 Votes bekommen. Moderne Lernen und Arbeiten, lebenslanges Lernen 7. Und dann haben wir 3 Sechser, wenn ich das richtig sehe. Einmal auf künftige Aufgaben vorbereiten, Lernen als lohnende, wertsteigende Tätigkeit nutzen und L&D steigert den geschäftlichen Nutzen. Ne? Also so, und das wäre so meine Idee. Da werde ich mir Folgendes machen. Das wäre das Thema auch asynchron für heute. Mal kurz herunter. Lernen in den Arbeitsablauf einbetten. Das lebenslange Lernen. Und dann haben wir 3 mal die 6. 2 hätte ich gedacht. Moment. Ich nehme die mal alle runter, auch die 3 Sachen. Und vielleicht könnt ihr auch noch so am Heute des Tages, wenn ihr so ein bisschen nachdenkt und vielleicht euer Konzeptboard auch wieder offen habt, so einen Tag über. Und ich fand, das hat mich die Woche auch immer wieder überrascht und auch gefreut, dass hier viel Action auch einen Tag über noch auf dem Konzeptboard war. Ich habe immer wieder, weil ich es auch offen hatte, immer wieder gesehen, dass sich welche da tummeln und gucken, was da steht und vielleicht sich das auch angeguckt haben. Und vielleicht ist das etwas, wo man sagen kann, okay, wir können Tag über mal, vielleicht habt ihr Ideen dazu oder vielleicht macht ihr da auch schon etwas zu den einzelnen Punkten. Und da auch wieder die Einladung, diese Ideen hier zu teilen, ja, auch asynchron, um zu sagen, was machen wir und was könnten wir vielleicht tun? Kärtchen sind da, vielleicht fällt euch partout schon was ein,
so als Impuls, was sein könnte. Das muss noch nicht umgesetzt sein. Aber ich finde gerade diese Ideen gut, die wir da vielleicht haben. Und nutzt gern die Kärtchen und schreibt da was rein dazu. So, dann nehmen wir das noch runter. Dann haben wir nämlich alle hochgevoteten. Haben wir hier dabei. Ja, so, weil, wie gesagt, auch das ist, wir machen uns da auf dem Weg, auch da hoffen wir uns, dass wir den Rahmen noch besser schaffen können, aber auch gerade dieses Thema Lernen noch besser in den Arbeitsablauf einbetten. Ja, so, wie kann das gut funktionieren beispielsweise? Ja, wie kann das in verschiedenen, auch wenn ich gucke, auch wenn ich in Produktion bin, Produktion, Verwaltung, ich habe unterschiedliche Arbeitsplätze und ich denke gerade vielleicht in der Produktion kann das eine große Herausforderung sein, weil da Stückzahl vielleicht gefordert ist. Ja, so. Aber wie kann man das tatsächlich noch besser einbinden? Welche Ideen können wir daraus generieren? Und wie könnten wir das dann vielleicht später, und das wäre für uns, was vielleicht der Gewinn auch für die Woche wäre, so als Teilgeber an der Stelle auch, wo wir sagen können, hey, wenn wir darüber nachdenken, ist das ein guter Impuls für uns, darüber nachzudenken. Und da würdet ihr uns auch eine große Hilfe sein an der Stelle als Fachleute in dem Bereich. Ja? So, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Gibt es noch Fragen dazu? Also wie gesagt, das ist offen. Wenn euch da was einfällt, schreibt gern rein. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was euch so, was ihr aus dem heutigen Tag vielleicht auch mitnehmt? Ich habe noch eine kurze Frage zum Concept Board, Ralf. Möglicherweise haben die andere auch oder ich habe es gerade verschlafen. Ich hoffe nicht. Ja. Du hast ja jetzt quasi von oben nach unten sortiert, ne? Ja. Also zwei Themenfelder oben und 3 darunter. Ist das eine Prioritätenfrage oder? Also ich habe oben das, ich habe die Prioritäten, nee, ist keine. Ich habe nur die am stärksten gewoteten Themen runtergenommen. Ja, okay. So, das heißt 8, 7 und die unten sind dann die 6, habe ich einfach mal so zusammengenommen. Okay. Ja, so. Und für mich ist das schon mal sehr gut so aufgegangen. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht auf 4 kommen, also 4, sondern auch mit 5 passt das auch sehr gut. Also auch innerhalb jetzt, also wir sind ja alle, also alle Themen sind für mich wichtig, auch die vielleicht jetzt von euch nicht so gewotet sind, wo wir drüber nachdenken, wo wir auch bei uns intern weiter drüber nachdenken. Ja, so, darum habe ich die einfach so heruntergenommen, um nicht über alle jetzt da reden zu müssen. Das, ich glaube, das macht auch Sinn, wenn jetzt zu dem was anderem was einfällt, es ist frei, da auch mehr zu schreiben zu einem Thema. Ja. Okay, ja, danke dir. Genau. Wie sieht es aus in der Runde? Gibt es noch Fragen? Now or never? Ansonsten verabschieden wir uns in den digitalen Raum und zum asynchronen Arbeiten. Genau, ich bedanke mich bei euch, war schön mit euch und dann sehen wir uns morgen zum Abschluss um 13 Uhr.